Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Catland Crops. Am letzten Mal haben wir entsprechend die Gülle ausgebracht und mir sind da noch ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar, wenn wir hier wieder beladen machen und dann Stopp sagen, seht ihr hier so einen Balken. Und das ist quasi der Inhalt von unserem Güllefass. Vielleicht habt ihr es beim letzten Mal auch schon gesehen und ich habe es einfach nicht gesehen, keine Ahnung. Genau. Das wollte ich noch zeigen. Das ist quasi die Füllstandsanzeige. So, jetzt hängen wir das Ding ab. Und damit ist quasi diese Quest auch fertig. So, gehen wir direkt zur nächsten Quest, oder? Machen wir heute Biogas. Was müssen wir da machen? Geh zum Axion. Ah, der steht da schon. Okay. Müssen wir nur anhängen. Zack. Und jetzt auf die Einfahrtswaage. Wo müssen wir denn hin? Da hoch. Wird das Ganze... Uiuiui. Da ist die Waage, werden wir einmal gewogen. So, wie viel wiegen wir? Hab ich das richtig gesehen? Ne, hab ich nicht, da haben zwei, oder? Genau eine Stelle hat gefehlt. 22,5 Tonnen. Ich dachte, alles andere kann ja schon zu leicht sein. So, Silo 3. 1, 2, 3, oder? Genau da rein. Spiel wird gespeichert. Das finde ich ein bisschen kacke, das hängt immer. So, und jetzt entladen mit U. Okay. 3 ein bisschen fahren, dass das Ganze sich da so schön verteilt. Zu weit. Okay. Dann Ausfahrtswaage. Das ist dasselbe. Ne, da gibt es eine extra Waage. Sattler. War von der Tastatur weg. Falsche Taschen wieder erwischt. So. Halt, stopp. Ah, ich habe auch noch was rausgefunden. Die Leertaste ist die Handbremse, dann bleibt er immer stehen. Gut, fahre zum Parkplatz. Okay, weiter geht's. Noch ein Parkplatz. Müssen wir auf den Häcksler warten, oder? Falsch rum. Da muss ich rum. Uiuiui. Genau, die Lenkung habe ich auch ein bisschen anders eingestellt. Und zwar unter Einstellungen, die Schwierigkeit, Steuerung, da war's, genau. Da gibt es hier unten irgendwo. Na, wo war's denn? Lenkempfindlichkeit, genau, die war so in der Mitte, die habe ich jetzt runtergestellt auf 22. Damit spielt sich's deutlich besser. So, was ist dahinter? Und hier rum. Das ist ein schmaler Weg hier. Einfach da vorne parken. Steige aus. Aussteigen geht mit E. Stehe ich mittendrin. Dicke Silo 3. Ah, jetzt ist Silo 3 voll. Jetzt müssen wir doch auch noch walzen. Hallo? Wir haben hier so eine Steuereinheit. Genau. Not yet implemented. Okay. Was kann ich denn da machen? Silo abdecken. Okay, jetzt haben wir es abgedeckt. Weil das ging ja schnell hier. Da steht man sonst immer Stunden dafür dran. Gut, BGA-Steuerungseinheit. Ah, vielleicht muss ich jetzt gleich
EGA was reinkippen. So, der Bunker ist leer. Öffne die Bunkerklappe. Okay, die geht auf. Ah, Zeit vergeht, okay. So. Ein Job von der Genossenschaft. Diese Getreide. Ja, die mache ich aber nicht jetzt. Ich will jetzt erstmal hier reinschauen. Okay. Sieht aus, als ob man nicht reinfallen könnte. Gut, aber das Silo ist jetzt gegärt, das kann man wieder aufdecken. Und was? Meine Tiere hungern. Ja, ich bin ja böse hier. Upsala. So, aufdecken. Ah, da gibt es mehrere Sektionen. Sektion 1. Na, das ist ein bisschen wenig hier, oder? Sektion 2. Machen wir gleich 3. Hier. Und das reicht erstmal. So, jetzt in den Glas. Aha. Zwei, ne? Okay, da ein Frontlader dran. So. Wie war das jetzt hier? Okay. Reicht die Maustaste. Und dann nach hinten ziehen das Frontlader hoch. Nach vorne ist runter. Rechts und links ist die Schaufel. Okay. Ui, ui, ui. So. Nach außen. Ein bisschen tiefer. Uiuiui. Halt schon. Vollgeladen. 5 Tonnen muss ich hin. Hunger. Schauen wir mal. Okay, 2000 Liter. Das wäre noch nicht gleich. Ja, könnten schon 2 Tonnen sein. Handbremse. Auskippen. Ja, okay, sind keine 2 Tonnen. Uiuiui. Das merkt man, der Frontlader, der liegt. Einiges und das ändert das komplette Fahrverhalten. Ganz langsam reinfahren. Es wird automatisch dann reingefüllt. Okay. Oh ja, da weiß ich auch noch, wie ich da. Ah, mit Cosplay. Ui, 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 stopp. Ich hier am erzählen, wie ich da mit Cosplay im Landwirtschaftssimulator irgendwelche Routen eingefahren habe, dass der das Silo automatisch in Bunker reinfüllt von der BGA. Ich hoffe, dass man das hier auch irgendwie automatisieren kann.
Achso. Hoch, genau. Wieder zurück. Uiuiui. Müssen wir noch ein paar Mal fahren hier. Da haben wir schon. Und ab in Bunker. Bisschen hoch. Stefore. So. Nach der Schaufel sollten wir die Hälfte haben. Oh, wo fährst du wieder lang? So. Oh, schon mehr die Hälfte. Schaufeln haben wir schon. Macht der noch zwei, dann sollten wir den Quest fertig haben. Bisschen hoch, dass da wieder was raus kann. Genau. So. Vorletzte Schaufel hier. Ey, nicht darüber. Das hängen wir da fest. So. Schaufel voll. Letzte Schaufel zum Abladen hier. So. So. Gut. Komm, kipp's voll raus hier. Ab zum Parkplatz. Schön viel Platz einparken wieder hier. Da haben wir es. Handbremse, aussteigen. Glückwunsch, fertig. Innerhalb von 13 Minuten. Cool. Ach, und alle Werkzeuge sind weg. So. Kommen wir hier oben auf die 14 drauf. Sind nett. Was machen wir mit den Tieren? Hm.
Körnermaisernte. Gutes Getreide, Job von der Bodenbearbeitung. Okay, da steht sogar, dass es vorgespult wird. Bodenvorbereitung. Körnermaisernte. Ja, machen wir mal die Getreidemission hier. Uiuiui, es regnet. Ich kann auf eine Dresche. Ballen fressen. Nicht jetzt. So, in Drescher einsteigen. Wo ist denn der Drescher? Da ist er. Gut, vorwärts fahren. So. Kuh ist das da, oder? Ja. Perfekt. Oh. Ich fahre immer so auf der Straße. Jetzt muss ich das auch noch da drauf packen. Oh. Schaut's denn aus? Was müssen wir noch vorwärts? Cool, perfekt. Jetzt müssen wir das Ding anhängen. Ganz knapp an der... jetzt sprach er da wieder. Das müssen sie noch echt verbessern hier. Angehangen. Feld 35 müssen wir. Einmal hier im Kreis driften. Ich muss mal hier kurz die ganzen Meldungen wegmachen. Ich bin zu viel. So, schauen wir mal innen rein hier. Hier gibt's gar nicht viel. Ja, ich kenne das mit ein paar Hebeln mehr. Gut, fahren wir weiter. Ja, so rum. Uiuiuiuiuiui. Ab. Feld 35. Wo bist du? Upsa, ne? Die Map. Ui, ganz schönes Stück zum Fahren. Da vorne rechts und dann nochmal rechts, okay. Hab im Baum hängen geblieben. Gut. Dürfen wir dreschen. Darf es jetzt aber nicht mehr rechnen. Ah. Wir hatten vorher 75.000, jetzt haben wir 75.999. Das heißt, ich krieg für die Mission noch ein bisschen was. Ui, ui, ui. Fataler Fehler. Wir haben die Einfahrt verpasst. Nein, nein! Lenkte gegen. Da muss ich ja schon ein halbes Jahr im Voraus lenken. Ja, aber es liegt auch eine Geschwindigkeit, die ich aktuell überhaupt noch nicht einschätzen kann. So aus dem Cockpit passt es in etwa. Aber von außen kommt es einem viel zu langsam vor. Hoffentlich kommt kein Zug. Hoi, das sieht ja cool aus, sogar mit Schiff. Okay, hier müssen wir nochmal geradeaus. Hier ist ein Wald.
liegen ein paar große Steine drin. Da kommt ein Auto. Stopp, ich hab Vorfahrt. Noch ein bisschen Bremse, dass ich die Kurve hier auch kriege. Und weiter geht's. Ah, ich erinnere mich gerade. Im Landwirtschaftssimulator gab es doch auch so Missionen, wo man dann Geld dafür bekommen hat. Wahrscheinlich sind die Quests hier dasselbe. Ja, da müssen wir doch hin. Stopp. So rum. Müssen wir von außen gucken. Doch, wir müssen hin. Ja klar, das hat der cool gemacht. Ich soll jetzt hier in der Luft schweben oder was? So bitte. Ich fahre mal hier in den Busch rein. Dann noch. Mit X läuft der Dreschermotor. Jetzt müssen wir warten, bis alles ausgeklappt ist. Den Vario mit B einschalten. Das Feld sieht aber auch komisch aus. Okay. Vielleicht muss man der Grafik noch ein bisschen was ändern. Eigentlich sehe ich nur die nahen Sachen. Können wir das? Einstellungen? Grafik. Ah, ba-bum. Vegetationsausdünnungsbecken. Speichern. Ja, das macht doch nichts mehr. Hallo? Okay, jetzt geht's weiter. So, jetzt sehen wir auch schon mal. Oi, 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 ich will das nicht zusammenfahren. Jetzt sehen wir deutlich weiter, okay. Passt. B, Bremse. Der muss jetzt warten. Wir müssen jetzt Wäsche hier. Genau, ich habe noch was rausgefunden, während ich auf Screen ein bisschen was gemacht habe. Wenn man W drückt, also für Vorwärtsfahren, beschleunigt er. Und wenn man auf einem Feld ist, springt er automatisch dann ein Tempomat an, je nachdem, ob man jetzt wie oft man drückt oder auf welcher Geschwindigkeit das man ist. Das muss ich noch ein bisschen genauer rausfinden, aber da hat man dann quasi auch so ein Tempomat. Kann dann die Tasche loslassen und fährt dann mit der Geschwindigkeit weiter. Problematisch ist noch ein bisschen so, wenn ich bergab fahre oder bergauf, dann beschleunigt der durch die Kräfte halt oder bremst ab. Und dann bleibt er fast stehen, beziehungsweise kommt die Meldung, ja, hier, fahr nicht zu schnell. Das ganze Feld müssen wir jetzt dreschen. Uiuiui, das dauert. Jetzt kommen. Wie ist denn das? Hier noch drescht. Das geht hier bergab und deshalb passiert das Ganze. So, umdrehen. Ich fahr einmal außer rum jetzt. Schaut denn das von innen aus? Na, ja, ich bin nicht zu schnell hier. Uiuiui. Von außen ist gerade so ein bisschen praktischer. Der Tank wird auch schon voll langsam. So,
Extreme sogar hier seitlich. Da müssen wir neu ansetzen. So. Da unten sehe ich das Gerste. Unser Tank ist zu 27% voll. Na, hoffe ich, kriegt man einiges hier an Geld. Die ganze Quest hier. Jetzt sind wir wirklich zu schnell. Ja, also das darf jetzt aber auch nicht funktionieren. Ah ne, warte, das war... Als wir dann langsamer geworden sind, hatte ich das weggetroschen. Ich dachte schon, ich fahre jetzt rückwärts mit der Trischt. Das wär's ja. Ja, hier bergab ist ein bisschen tricky. Hey, da stehen schon ganz schön viele Autos hier. Du musst jetzt halt warten, bis wir fertig sind. Ich glaube, die kriegen gerade in Strafzeiten wegen Falschparken. Ist mir okay. Ich dachte, das sind schon mehr, sind ja bloß zwei. LKW-Hub oder was hier? Genau, von Blinker habe ich neulich mal gesprochen in der letzten Folge. Numpad 1 und 3 war das, glaube ich. Ja, genau. Ihr seht's. Blinker. Andere Seite Blinker. Okay. Jetzt bin ich gespannt, muss ich selber abbunkern oder kommt da jemand an? Steht da irgendwo einer? Einmal rum, soll es noch reichen. Hier können wir noch ausleeren und dann würde ich den Rest offscreen machen. Hier. So, schön alles dahin hetzen. Zu schnell. Zwei Abbremsen hier. Sind immer sobald es ein bisschen bergab geht, gibt der Gas ohne Ende. Und hier mit der Kurve und dem Lenken muss ich auch noch ein bisschen lernen. So. 79, 80. Machen wir gleich voll den Tank. Ui, ui, ui. Und wann ist denn das ab 20, wo er dann immer drischt? Müssen wir beim nächsten Mal drauf achten, absichtlich produzieren, wenn ich es ja nicht. So, Flasche. So, was? Was war da? Keine Ahnung.
94%. Ey, wie eine Schiffschaukel, wenn der mal ins Schaukeln kommt, okay, jetzt ist voll. War oben das Rohr ausfahren oder ja? Ah ja. Aber wo packe ich hin? Halt, stopp. Wo packe ich hin das Zeug jetzt hin? Mal B. Das war noch mal Motor aus. Ich hab's wieder vergessen. Das war Motor aus. Enter auf dem Numpad. So, schauen wir mal hier. Na, da war Skülle fast dran. Das ist der Mixer. Ah. Na, das haben sie ja toll gemacht. Den habe ich vorher da abhängen sollen und jetzt ist hier der Anhänger. Aber ich finde es gut. Dass man hier ein bisschen mitdenken muss. Jetzt muss ich nur das Feld suchen. Nee, mach dich mal nicht selbstständig da. Hä? Ich mach nichts. Was macht denn der? Ach, das ist ein automatischer Abfahrer, aber der ist hängen geblieben, deshalb kam er nicht. Okay. Das dachte ich schon, man muss hier ein bisschen mitdenken. Und selber auf die Idee kommen, dass man Hänger braucht, um das Getreide reinkommt. Nun gut. Schauen wir mal auf die Map. Ah, genau. Da. Uiuiui. So. Da oben ist unser Acker. Ich wäre jetzt falsch gefahren, ich wäre dahin. Was ist denn da überhaupt? Sehe ich gar nicht. Das könnte man auch mal anzeigen, was da jeweils ist. Nun gut. Warte mal, bis der da ist, dann tun wir noch einmal ausbunkern und dann war es das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin. Und ja, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Verbesserungswünsche, einfach in die Kommentare rein. Ich habe auch geplant, dass ich einen Discord-Server aufsetze, so als Community-Server. Nicht nur für das Spiel jetzt, sondern allgemein für alle Sachen, die ich so zocke. Und ja, dann ist geplant, dass es irgendwann auch mal so ein bisschen Community-Gameplay geben wird. Wo ihr dann ein bisschen mitspielen könnt. Aber das brauchen wir ein Weilchen. Ich muss immer noch genau überlegen, wie wir das am besten machen. Ui, was macht denn der? Klar, fährt mitten durch den Baum. Hä, warum das? Jetzt fahre ich mal weiter hier. Wir müssen noch zum Acker davor. Ach, einmal mit Profis hier. Bremsen. Es lenkt auf einmal wieder hier. Lass mich doch machen.
denn der vor? Hä? Das ist ja total verpackt hier. Ich hab dem gar nichts gesagt und der fährt hier einfach. Kreuz und quer durch die Pampa hier. Komm, ich hau ab. Mach, was du willst. So, wir müssen einfach zu dem hinfahren. Na? So, jetzt kann man einsteigen. Wo fährt denn der hin? Hätte ich das vorher gewusst. Na, ja. Fahr mal dahin. Ne? Kommt jetzt wieder hierher oder was? Hallo? Spinnst du? Der will mich doch verarschen. So. Scheiße, das Rohr halb einklappen kann man nicht. Na. Jetzt bleib doch da! Wo willst du nur hin? Halt, stopp! Hallo? Ey. Kann ich denn das irgendwie einstellen hier? Kommt er wieder? Jetzt hier. Sag mal. Ein Stück vorwärts. Zeig's wieder weg. Bisschen vorwärts noch. Bleib doch stehen! Ich will jetzt ausladen, wie geht denn das hier? Steuerung. Heben, senken, rotieren. Lalala. P ist das Parallelfahrassistent. Ah. Ausklappen, einklappen. Ich hatte Kippen verstanden. Entladen wäre U. Ah, jetzt kommt was raus hier. Okay, die Textur könnte man auch noch verbessern hier. Ist zwar cool, wie das so ein bisschen pumpt, aber... Ja. Ein bisschen fett hier. Gut. Boah, war das ein Ding hier.
Fährt er mir einfach davon? Gut, aber damit war es das jetzt auch für die Folge. Lasst bitte ein Abo da und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte Kritik in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich mache das Offscreen fertig und hoffe die nächste Mission beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.